Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Mit den Victim of Games im Honey und mein Bootssteg. Nein, das ist natürlich unser Bootssteg. Servus Leute. Wir haben noch nicht geschlafen. Jetzt wollte ich runterspringen, jetzt stehe ich hier außen drauf. Okay, geht natürlich auch mal. Ja, schlafen. Komme ich erstmal wieder hoch. So. Nachteule. Oh, dann nein gesprungen. Hast du dann AT-AT in der Hand? Was? Ach nee, gut, das war. Nee, es sah jetzt aus vom ganz weiten, wo du im Bett lagst. Es hättest du ein Kuscheltier in der Hand gehabt, also dann AT-AT von Star Wars. Die waren auf dem Planeten Hut. Nee, du hast die keine Ahnung von Star Wars. Du bist ja nicht so ein Freund. Ich würde halt gern einen Glowstone haben. Das heißt? Wir brauchen ein Netherportal. Wir brauchen eine Diamantspitzhacke, um Obsidian abzubauen, um damit ein Portal zu bauen. Mhm. Dann brauchen wir Fackeln nicht mehr und die Glowstones leuchten auch ein bisschen heller und da kann man Lampen draus bauen. Richtig coole Lampen. Ja, aber den Turm können wir ja trotzdem bauen, oder? Ja. Ich das so gezwungen. Oh, jetzt hat's mir die Schaufel zu hauen. Prima. Dann haben wir noch eine neue bauen. Ich meine, die Werschbank. Außerdem sind wir ja noch nicht so weit. Ja. Mach erstmal nicht so einen Stress, gell, also. Steckerhammer. Eisenbahn haben wir auch noch. Okay, bauen wir uns schnell eine Schaufel. An der Werschbank. Was ist denn hier nur? Katze! Wenn nächsten Let's Play hau ich dich raus. Jetzt ist aber Schluss hier. Gibt's ja wohl nicht. Weiß schon, dass die Hühner hier so rumspinnen auf dem Wasser. Setzen die hier Eier ins Wasser? Das muss ich schnell holen. Musste schon lange nichts mehr essen. Woran liegt denn das? Du hast keinen Hunger. So, verdammt, wie viele waren das jetzt? Wow, was ist jetzt los? So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was? Ach nee, gut, ich hab mich verguckt, sorry. Ach Mann. Was ist dahin? Dahin. Wo? Kann ich hier drauf nicht... Oh, Alter! Bleib doch mal ruhig! Nee, ich könnte gerade schon wieder durchdrehen. Da komme ich jetzt nicht... Oh, ich komme nicht mehr hoch. So, pat up, dann machen wir halt so hier. So, so. Okay, hier ist ein bisschen abgehackt.
Pack die Hand, okay. Und das hier noch so ein bisschen setzen und so. Gut. 5, 6. So. Wie er rumguckt. Guck mal bitte von unten, ob das 1 höher ist hier. Wie? Ach so. Ja, scheint so. Ja, doch ist es. Ist gleich, ja. Ey, das ist ja clever. Aha, okay. Der hat ja voll echt den Plan, der Typ. Ja, wenn du Glowstone hast, setzt du da halt Glowstone dran. Das sind wie so Scheinwerfer und da kannst du Falltüren dran setzen, die klappst du zu und dann ist das wie so eine Laterne, verstehst du? Aha, okay, cool. Stimmt mal noch ein bisschen Sand in den Ofen gleich, gell? Ja, oben kannst du auch Glas rausnehmen oder tust du eine Truhe, ach, keine Ahnung. Ja, ich hab mal... Ich tue es in die Truhe erstmal. Wo ist denn das Glas? Ach, da. Ach, jetzt wisst ich, was du mir, dass man das kaum sieht. Ja, ist echt schlecht, gell? Siehst du nur die Zahl eigentlich. Ja. So, okay, das haben wir. So, wie breit haben wir jetzt das hier gemacht? Ach, ich habe wieder was vergessen. Müsste mal wieder ein bisschen mitdenken, aber nee. Ach, was mache ich denn? Dann müssen wir auch noch eins höher. Aber ich glaube, das setzen wir gleich mal von oben, bevor wir uns extra wieder hochbauen gehen können. Ich hab meine erste Spitzhacke gebaut, yeah! Mein herzlichen Glückwunsch, das Fass machen wir bald auf. Yeah! Ziehen wir auch gleich mal runter. Ach, wir brauchen ja, wir sind ja noch nicht mal mit dem Haus fertig. Wir bräuchten ja eigentlich auch noch die verkehrt rum gemachten Stufen. Ach, brauchen wir auch noch, stimmt. Ja, alles so Kleinigkeiten, die einem immer wieder mal auffallen. Und unser Geländer und so, das fällt vor dem Haus alles überhaupt gar nicht auf, weil wir nur mit einer Holzsorte arbeiten. Aber wenn hier rundherum nichts anderes ist, halt... Bisschen traurig. Boah. Weil die Cola jetzt hier, boah. So. Ich noch mal Mist. Oh, den jetzt hier. So, okay. Eine Eisenspitzhacke mache ich mir mal. Ich habe eine, willst du solche kleine geben? Komm her. Nee, lass mal. Ich mache mir selber eine. Wir haben ja mega viel Eisen. In welche Truhe hast du das rein? Und der erste, zweite, wir haben nur zwei Truhen, da ist das nicht so schlimm. Ja, noch. Noch, ja. Hast du das eventuell noch einstecken? Was? Eisen. Ich habe zwei Eisen einstecken nur.
Wo ist das andere Eisen? Ist das noch oben in Dingsbums drinne? Ofen. Ach. Wollt mich wieder jetzt zusammen scheißen, tust. Hätte ich jetzt sowieso gemacht. Ja, das war mir klar. So, Hund. So, lass mal gleich mal das Glas durch hier. So. Mal wieder 57 Glas. Das müsste für einen Turm eigentlich sehr ausreichend sein. Ja, jetzt uns erstmal schnell was bisschen was zusammenbasteln hier. Biggi. Keine mehr aus. Ist gerade irgendwie voll entspannt. Das muss ich auch sagen. Es wird schon wieder dunkel draußen. Sieht da jetzt schon echt schon langsam schön chillig aus. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen hier rum experimentieren oben an der Werkbank, was man alles so bauen kann. Kurze Frage, Stickies haben wir immer gemacht, wir Stecker? Holzbretter. Aus Holzbretter. Also zwei Holzbretter übereinander ergeben vier Stickies. Ah, okay, alles klar. Ich mach mal noch eine Werkbank hier bei die Truhen hin, weil das brauchen wir öfters mal. Einfach, dass eine da steht. Jo. Dass man gleich was machen kann und das andere wieder reinlegen kann. Oh, können die mal ruhig sein da draußen, ey. So, dann machen wir uns mal drei Eisenspitzhacken. Die legen wir uns alle schön hier übereinander. Da haben wir noch eine Steinspitzhacke. Ja, komm, die legen wir mal unten als erstes drauf. Tun wir dann gleich mit verbrutzeln. Dann... Ach, das mache ich. Bauen wir denn noch Schwert? Bräuchte man eigentlich auch wieder ein neues. Einfach, dass wir eins auf Tasche haben, machen wir uns einfach mal ein neues Schwert noch. So. Ich habe auch noch eins gleich gebaut. Uwe Volker zieht zu die Waffen. Du, oder was? Hm. Okay. Also Spitzhacken sage ich dir gleich, das ist das, was man am meisten braucht. Davon immer drei oder vier ins Inventar reinlegen, am besten Eisen. Okay. Weil das ist wirklich... Sollte man haben, ja. Oh ja, wer knurrt denn hier schon wieder rum? Naja, irgend so ein Bekloppit. Haben die jetzt schon in der Nacht hier angeschissen? Wollen wir noch den Trank der Heilung? Dann wollen wir dann eine Höhlentour starten, oder? Ich muss mal was essen. Ist ja was ganz Neues. Brauchst du was? Nee, ich hab... Wir können auch Brot machen. Brot machen? Wir haben 33 Weizen. Ah, okay. Können wir auch mal reintun. Das Schöne ist vor allem, dass wir zur gleichen Zeit auf die Truhe zugreifen können. Ja, das war früher mal nicht so. Da musstest du warten, bis der andere fertig war. Das gefällt mir echt. Also das ist echt sehr schön. Aber warte mal, ich möchte mal gerne noch die zwei Hühner nach oben einknallen. Das dauert ja nicht lange. So, das Glas lasse ich auch mal hier, das tue ich ganz unten rechts in der Ecke bei der Truhe. Jo. Dickies sollten wir aber auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir auf Tour gehen. Weil Dickies, das ist so... Ja, bloß Ultra. Unverzichtbar, das ist wirklich... So, ich lasse mal hier oben noch das rohe Hühnchen mal durchschauen. Und baue hier auch noch mal ein paar Dickies. Das kann man ja auch anders machen, das kann man ja auch so machen.
So, 43 Stickies habe ich erstmal. Kohle habe ich auch noch 41 mit. 26 solche Teile. So, ich gehe mal draußen das Zuckerrohr hin. Nein, mache ich nicht. Wir gehen erstmal pennen. Okay. So, gutes Nächtle. Jo. So, da geht's also auf Höhlentour. Ich nehme mal noch einen Ofen mit. Den Ofen machen wir mal uns schnell noch. So, das können wir da hinschieben. Am besten auch noch eine Werkbank. Das dahin. Das dahin, okay. Mal nicht zu pfeifen, das ist bei mir gerade nicht sehr förderlich. Nicht mein Problem. So, das Zuckerrohr hast du ja einfach in die Truhe hineingeknallt und einfach nicht angebaut. Schäm dich. Mhm. Ich schäme mich. Dann mach ich das jetzt einfach mal hier. So, so. Nehmen wir die auch noch mit. So, wo wollen wir denn reingehen? In welche Höhle? Was hast du denn gedacht? Wollen wir jetzt nochmal in die rechte reingehen und tiefer reingehen? Also da war ja noch der Weg, wo wir ja, den wir gestern nicht eingeschlafen sind. Die hier drüben. Könnte man machen, ja. Ja, dann machen wir das. Nochmal. Was denn du jetzt hier? Wo waren die Höhle? Hier nicht. Ach, das war die gar nicht. Das ist schon blöd. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wo sie war, aber hier war sie auf jeden Fall nicht. Weit war sie, glaube ich, aber auch nicht weg, oder? Hier irgendwo? Hm. Ja. Nee, bestimmt nicht, aber hier unten ist Kohle. ja, ich glaube in die hier gehen wir rein. Und ich höre Lava. Und hier ist auch schon wieder viel Kohle. Die ist aber groß. Also so in dem Ausmaß, in dem Umfang, dass sie wie so ein, ja, ich möchte mal sagen, wie so ein Schlauch ist. Ist krass. Sehr schön. Einer auf dem Kohle um der Ecke. Ja, ja. Ich baue auch schon ab, gleich immer, wenn ich sehe. So, da ist unsere Steinspitzhacke kaputt. Aber jetzt haben wir hier Eisenspitzhacke. Jetzt geht es auch ein bisschen schneller. Und die hält auch länger. Davon haben wir 3 Stück. Also, sollte ein Stück halten. Kann man schon ein bisschen was zünden mit dem Ding hier. Jetzt haben wir wieder 16 Kohle. Um das Eisen. Kohle hier liegen oder was? So. Ja, wenn ich nur im Dusum damit ist doch nicht schlimm. Wenn ich es nicht gesehen habe mehr. Das ist ein bisschen Eisen. Fackeln hätte ich mir noch machen sollen, aber ja, das können wir unterwegs machen. Wir haben ja genug Stickies mit. Hier ist Kohle. Hier ist Kohle. Alter, hab ich schon eine Kohleart entdeckt. So, jetzt haben wir hier. Was ist denn jetzt?
Schreck mich doch nicht so, ich schrei doch mal nicht so rein. Alter, das war ein Creeper. Ja, was soll ich hier ausrasten wie so ein... Ich hab doch nur gemacht. Ja, das reicht schon. Ja, bei mir auch. Du bist auch immer so laut. Ja, das konnte ich mich mal aufregen. Halt dein Goschen. Nö. Ach, scheiße, hier ist noch eine Spinne. Ja, mach nur. Kriegst du schon hin. Ich habe ja gerade bloß eine übelste Kohleader entdeckt gehabt. So, ich habe nur noch zwei Fackeln. Oh, Alter. Ja, du musst aufpassen. Was war denn da? Hier ist noch einer, Creeper. Ich habe das nicht gesehen, dass da einer aus der Wand kam. Ja, wir müssen hier erstmal alles ausleuchten. Wenn man Fackeln hat, geht das. Ich glaube, hier geht's hier wieder raus. Da hinten geht's raus, aber hier ist noch irgendwas. Ich sehe nichts weiter. Hier geht's ganz tief rein hier unten. Oh, halt, also ist. Lass mal hier alles ein bisschen beleuchten hier, dass man. Da geht's noch mal lang nach links und dann nach hinten geht's auch noch mal lang. Hier kommt schon wieder ein Creeper um die Ecke geschnaftelt. Das schabbert ja. So, wo kommt die alle her? Mal kurz aufpassen, ich würde gerne mal Fackeln machen. Spawnen die da? Ja, ich denke, ich denk schon, ja. Da ist Zombie. Ja, na machen. Noch ein Creeper, da kommt noch ein Creeper, war. Vorsicht. Ja. Der kam, okay. Kam da auch wieder raus. Monsterjäger erzielt. Erfolg. Ach ja. Doch, was ist denn hier noch? Oh, noch zwei. Oh, da kommt noch einer. Sag mal, was ist denn jetzt los? Haben wir jetzt? Ich glaube, hier ist irgendwo ein Monster-Spawner. Wo ist das denn hin? Dann kommt noch einer. Warte mal, ich muss mal kurz zurück, ich muss mal was essen. Ja, ich müsste auch was essen. So, schnell was essen, so. Geh mal vor ausleuchten. Ja. Ja, nee, warte, ich musste ganz kurz. Ganz kurz? Oh, da kommt schon wieder ein Creeper, ey, hör mir doch auf. So. Oh. Da hinten steht schon wieder irgendwas. Ah, ja, das Bogenschütze. Was? Oh, Alter, was? Wo kam der her? Von vorne! Vorsicht! Oh. Ich seh nichts mehr. Hilfe! Ich bin tot. Nein. Ich hab nichts mehr gesehen. Gar nichts mehr. Komm schnell zurück, ich brauch die Sachen wieder. Ja, ich konnte aber nicht alles einsammeln, weil da den nächsten Monster kommen. Oh. Alter. Bleibt das dort liegen? Ja, 5 Minuten. Okay. Ach, das mache ich nicht. Ich wollte was essen. Ja, ich habe gerade gar nichts mehr. Ich muss da runter. So Leute, jetzt gucken wir mal hier. Kommst du? Ja. Toll. Ich habe nichts, kein Schwert, nichts. Jetzt... Ach, kommt schon wieder eine Spinne von der Decke gefallen. Ja, jetzt habe ich mich erstmal wieder schön voll verlaufen hier. Wo bist du? Hä? Toll. Ich glaube, mein Zeug kann ich alles vergessen. 3 Eisenspitzhacken. Kann nicht rein, solange du nicht da bist.
Ja, bist du noch daheim oder was? Hey, am Höhleneingang, ich war doch gerade bei dir. Oh, du sagst zu mir, ich sollte... Was? Nee, ich hab nichts gesagt. Ich hab gesagt, ich komme jetzt wieder, weil ich mein Zeug brauche. Oh, ich hab gedacht, ich soll dir das Zeug gleich bringen. Nee. Ich war doch hier am Höhleneingang neben dir. Ich hab gedacht, du wie spawnst da immer beim Bett. Na, bin ich doch auch, aber ich bin doch hergelaufen. Ich stand doch hier neben dir. Ja, ist doch gut, bleib doch ruhig. Oh, Mensch. Du rennst immer weg, obwohl ich da bin. So wie neulich, wo ich oben in der Ecke gewartet habe im Haus und du bist weggerannt. So. Ja, jetzt habe ich mich so sowas von dermaßen verfranst. Klasse. Brauchst du einfach nur der Fackelspur nachzugehen? Ja, es sind Fackeln gesetzt. Ja, ich sage jetzt nicht, ich bleibe jetzt ganz ruhig und ohne Ruhe ist. Geil, jetzt habe ich mich so dermaßen geil verfranst hier, ey. Ich mach Spiel gleich aus und haus in der Ecke, ey. Achso, geht nicht, ich muss den ganzen Computer in der Ecke holen. Ach geil, jetzt wird's nur noch dunkel, ich krieg's Koten, ey. Was du dich noch aufregst, du bist bewaffnet, du hast Essen, ich hab gar nichts. Ja, so ist das Leben. Das ist wie bei der Forest, wie oft ich mein Zeug holen musste. Wo bist du denn? Hast du hier gerade einen Anhaltspunkt hier irgendwo zu finden, dass ich irgendwo sagen kann? Da drüben sind Fackeln. Das sind aber die Fackeln, oder? Okay, also muss ich darüber. Die Richtung. Ist der Weg nach unten? Naja, das war's. Dadurch, dass du jetzt weggelaufen bist, kriege ich mein Zeug nicht mehr. Oh ja, tut mir jetzt leid, ey. Ach, fuck, Creeper, ich... Ja, ich lauf zurück zum Haus. Ich bin zu Hause. Hanni, Essen ist fertig. Komm rein. Apropos Essen, was hatten wir denn noch alles hier? Boah, es kotzt mich an, dass ich jetzt wieder bei Null bin. Es kotzt mich so an, ich hab nichts mehr. Ich bin bei der Höhle. Ja, warte, ich komm hin, ich nehme mir das Holzschwert mit. Komme ich jetzt zur Höhle zurück. Ich bin drinnen, gell, hier unten. In der Senke. Ja, oh, kommt schon ein Creeper. Sag mal, stinke ich irgendwie ein bisschen. Vorsicht, da ist ein Creeper. Du essen? Was? Essen. Auch nichts essen, ich hab gerade. Ich hab du, nichts mehr. Du sagst Essen, Essen, ja. Oh. Nein, weil ich gerade gefragt habe, hast du Essen? Da kommt nichts. Nee, da kam nur Essen bei mir an. Ja, ich hab erst gefragt, hast du Mensch. Essen? Dann fragst du was und ich sag Essen. Na, Essen, ja, was essen? Soll ich was essen oder hast du was zu essen? Nein, deswegen kam bei mir nur an Essen. Ich hab doch extra vorher gefragt, oh, was du Essen hast. Und das habe ich akustisch nicht verstanden, weil ich nur Essen verstanden habe. Jetzt lass mich mal vorgehen. Was hast du von mir alles eingesammelt? Das ist ja die nächste Frage. Oh, da läuft ein Zombie an mir neben Pfeil vorbei. Oh, Mensch, ich krieg hier gleich einen Hals. Ja, genau, hier vorne. Hier. Hier vorne bist du, da liegt nichts mehr.
Das lag alles hier, das habe ich ja vorhin noch gesehen, aber da kamen drei Kunden an und vor allem den kleinen Creeper. Was? Mini-Zombies auf dem Huhn geritten? Alter, was ist denn hier los? Ein Ofen habe ich. Einen Trank habe ich. Pfeil, ein Schwert kann ich hier mal raushauen. Richtiges Eisen. Spitzhacken ist. Nein, habe ich gar nicht. Scheiße, hatte ich drei Stück gehabt. Den Trank. Naja. Rammelt er wieder weg. Oh. Ja, was denn? Ich sollte das Zeug raushauen. Naja, ich muss sammeln. Ich hab nichts mehr. Ja, na, ich soll es dir geben, du rammelst wieder weg. Was soll denn das? Dann mach doch erst nicht so einen Stress und dann hau ich es raus und dann rammelst du wieder weg. Ich weiß doch, dass du nicht alles raushaust. Woher soll ich denn das wissen? Oh. Echt, mach deinen Computer aus. Du sagst doch nicht, bleib stehen, ich geb dir alles oder so. Das ist wie mit deinem Essen. Essen. Ja, was essen? Na, weil ich's vorher gesagt hab. Guck's dir doch an. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast. Ja, was guckst du dir an? Wie soll ich mir das jetzt angucken? Na, jetzt nicht. Ich mein doch nur. Oh. Kerl. Scheiße, ich sehe gar nichts. Schon noch mehr Kohle, aber ja. So, naja, nehmen wir mal die ganze Kohle hier mit, dass wir wenigstens wieder irgendwas durch den Ofen jagen können. Komisch ist das jetzt aber nichts mehr, kommt hier. Geil, ist nichts mehr, bleib stehen. Jetzt schon wieder, wo macht denn das jetzt schon wieder hier? Wohin? Alter, ich denke, ich höre Schritte, da wegen sind meine eigenen. Kannst du mal eine Fackel hier irgendwo hinsetzen, bitte? Also hier in das Löchlein. Danke. Ja, hast du Fackel nur ein Ende, kannst du den Arsch schieben. Na, 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 Hanni, nicht so böse werden. Nee, ist so. Kackt jetzt gerade voll ab. Warum denn? Dummer Rumgemotze hier. Ich tu doch nicht dumm rummotzen. War halt nur scheiße, dass ich jetzt eher, dann... ja, dass wir uns wieder missverstanden haben, sagen wir's mal so. So, jetzt ist halt nur die Frage, wo die alle herkamen. Egal, geh in mein Bett. Scheiß Feuerstoff, so dreht er hier. Schnauze da draußen. Alter! Oh, explodier doch! Kannst doch nicht mal mehr vor der Haustür gehen hier. Ich denke, du liegst im Bett. Ich rede nicht mehr mit dir.
So, herzlich willkommen beim Stumm-Let's Play. Du hier, guck mal, was ich für dich hab. Was ist die Kartoffel her? Keine Ahnung, wo die Kartoffel herkommt. Ach, da ist ja schon ein Bohren drin, das wollte ich einen Bohren bauen. Oh Mann. Den hatte ich mal reingelegt, vorsorglich, bevor man stirbt. So, sagen wir 15 Pfeile. Sag mal, was macht denn hier da draußen? Ist heute schon wieder Demo-Veranstaltung? Jetzt ist aber mal Schluss hier, ey. Überall asseln die Leute hier rum, das gibt's ja wohl nicht. Ach, da will ich doch gerade was reinlegen. Kunde habe ich hier auch noch nicht gesehen. Wen? Hunde, also Wölfe. Ich habe verstanden, ja, Kunde. Ich sag doch, ich bin heute... stehe auf der Leitung. Also wenn du Wölfe siehst... Draußen ist eine Spinne. Da ist ein Zombie. Mach mal Tür auf und hauen dem einen ein. Das ist doch mal naus. Das ist auch noch ein Boy. Aha. Du Hanni, ich stell dir mal was nebens Bett. Jetzt hast du aber deine Punkte nicht mehr oder was? Deine grüne Leiste. Oh, ich hab 7, also Level 7 bin ich. Level 7? Ja. Okay. Wieso hab ich da Level 18? Guck mal, na, die haben doch das letzte Mal schon bei mir gefehlt. Stellst du mir deinen Kürbis hin? Das war, das ist eine kleine Entschuldigung, das ist ein Kürbis mit Leuchte. Da brauchst du keine Fackel mehr, das Ding leuchtet im Dunkeln. Das ist eine kleine Entschuldigung, das ist riesengroß, das ist ein Paket von DHL. Das ist so eine Nachtlampe, weißt du? Ach Quatsch, das ist ja geil. Sag mal, du kannst dir doch auch die Kürbis aufsetzen, war das nicht auch so? Ich weiß nicht, ob das hier jetzt geht. Das gab's mal, aber... ich brauche einen Kürbis, ich brauche einen Kürbis. Wieso gehe ich denn hinten raus? Hier willst du einen haben? Gib bei ihnen her, komm raus. Achso, nee, Kürbis habe ich nicht mehr. Ich habe noch den mit Ding drin, mit... Ach so. Mit Licht. Ach nee, gut, ist egal. Aber ja. Ich habe Kürbissamen. Die wollte ich jetzt draußen pflanzen. Dann kannst du dir... Die Leute werden übelst denken bei den Let's Play, die scheißen sich gegenseitig so dermaßen die Eier an. Dann ist totale Funkstille und dann labert sie wieder. Oh nee, ist das dumm. Du kostest Nerven. Na du mich aber auch. Nimmst du dir genauso wenig. Wir machen das hier drüben. Was willst du machen? Achso. Achso, die Hacke, die Haare habe ich auch noch nicht gebaut, die Hocke. Und dann das geht aber nur auf Gras. Oder kannst du das so auf Sand machen? Nur auf, nur auf den Gehakten. Gehakten. Also ich habe jetzt so, trotzdem, wir haben noch genug Kohle. Eisen haben wir wenig. Ich muss auf jeden Fall Eisenbeschaffung machen. Ja, ich hatte so mega viel Eisen gehabt vorhin schon. Naja, das heißt mega viel, aber war auf jeden Fall vorhanden, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt nur noch einen Eisenblock. Und den schmelze ich doch trotzdem gleich noch schnell hier unten ein. Heute mal kurz eine Kohle rein. Hanni, gell? Das ist ein Stinker. Mhm, das sagt der Richter. Dann nehmen wir uns beide nicht viel. Ossi bleibt Ossi. So, ja, der Turm, das sieht echt schon ganz schön gut aus. Ja, der ragt sehr weit in den Himmel.
Ja, das, wir brauchen halt Rohstoffe, bevor wir den Turm bauen. Wir brauchen mega viel Stein. Holz brauchen wir auch noch. Ja. Schön gewesen, wenn wir eine andere Holzsorte gefunden hätten, wie die hier die ganze Zeit überall rumsteht. Und wir machen jetzt mal eine Abmoderation ganz schnell. Weil durch unseren ganzen Zickenalarm hier sind wir bei 40 Minuten. Ach Quatsch! So Leute, macht's gut. Guten Abend noch, schicken Tag noch. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Victim of Games, euer Ostwind, eure zwei Nervensägen. Die Ossi-Kracher, bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao, Leute.